Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic. So, hier sieht man schon eine sehr schöne Kaffeerunde. Und mein Armer, der hat schon einen verloren. Ja, letztes Mal habe ich mich, glaube ich, ein bisschen darüber aufgeregt, aber nur ein bisschen. Das ist halt jedes Mal so ein Quark. Das ist jedes Mal so ein Schmarrn, wirklich. So, gut. Warte. Genau, der ist hier zurückgegangen, weil ich hier schnell mit der 501. rein gelatscht bin. Spaziert. Also, ich bin gemütlich rein spaziert. Ganz gemütlich. Also, ohne Gewaltmasche oder so. Kanal. Ein Kanal ist immer gut. Ein bisschen mehr. Sowas von, nee, das kann ich noch nicht, das kann ich, das kann ich, das kann ich, ich kann alles. So, das ist eben das Coole, oh, da kann ich auch was machen. Das ist eben das Coole, wenn man, ja, wenn man schon so weit fortgeschritten ist, dass man nicht wirklich aufs Geld achten muss, sondern man muss halt schauen, wo noch irgendwas brennt. Das war's. Und wenn da was brennt, dann kann man es ziemlich gut verbessern. Oh, warte, ich. So. Ausgleichen. Ah, genau. Jetzt gehe ich ja nach Utica. Das war falsch. Ah, ich mache immer automatisch. Entschuldigung. Ich lege automatisch dann immer weg, wenn ich mit den Punkten eigentlich durchscrollen will. So. Jetzt ist hier eigentlich nichts mehr, sondern eigentlich alles hier. Das heißt, die grüne Legion geht hier hin, das Wolfpack geht dahin. Die gehen dann nächstes Mal da rein. Die haben schon hier ein bisschen gehandhabt. Warte, wo ist eigentlich mein kleiner anderer Spion? Der muss doch auch irgendwo da sein. Ach, da ist er. Er ist nach Jahren endlich an Land gekommen. So. Und jetzt. Genau. Du kannst ja mal hier hingehen. Und dann die ganzen töten. Das wäre wunderbar. Genau. So, du kannst hier nämlich nichts rekrutieren. Einheimische Krieger. Ja, das interessiert mich gerade nicht. 4 Runden. Uiuiui. Gut. Genau. Eine Provinz bekommen wir hier. Warte, wie ist. Genau. Hier ist nämlich griechisch. Warte. Lateinische Kultur. Nee, da machen wir mal das, weil lateinische Kultur ist nur 3. Das ist ja gar nichts. That's nothing. 6 lateinischer Einfluss. Ja, komm. So, super. Ich würde mal meinen, dieses Let's Play geht, glaube ich, noch 4 Runden oder 5, würde ich mal schätzen. Ah, habe ich den nicht irgendwie aufgehört? Es fängt schon wieder so an. Es fängt einfach schon wieder so an. Ach ja. Ach ja. So, ich freue mich schon auf meine Attentäterin. Warte, ich schenke mir mal kurz was ein. Was hast du erwartet, ne? Was hast du erwartet? Mit den 2 hättest du selbst mit einer perfekten Strategie verloren. Beziehungsweise die perfekte Strategie wäre da nicht anzugreifen. Es ist uns bekannt, dass Wohlstand eine Last sein kann. Nee, den vernichte ich alleine. Gold ist ein Geschenk, das viele zu schätzen wissen. Und wir sind sicher, ihr werdet es ebenso tun.
Ja, dann nee. Werdet mein Klientel und alles wird gut. So, eine Gruppe griechischer Facharbeiter bietet an, mehrere Gebäude zu renovieren. Sie würden effizienter arbeiten als die Baumeister vor Ort und weniger kosten. Doch die Einheimischen haben die Plebejer schon dazu angestachelt, gegen diese Ausländer zu protestieren. Es ist klar, dass wir handeln müssen. Nur wie? Griechen verjagen, noch mehr Griechen versammeln und sie zusammenarbeiten lassen. Ist immer gut. Militärische Störung, genau. Das können die am besten. Ich will mal schauen. Also. Warte. Drei Chance auf kritischen Erfolg. Sechs Erfolgschancen. Also neun. 14, gegen die muss ich aufpassen, 14% Chance auf die Verwundung feindlicher Agenten aus Notwehr. Ah, sonst? Also sie hat nur 9% Chancen. Genau, das ist das, Sichtfeld, ja, okay. So, nochmal Manipulation. Und nochmal stehlen. Und du. Na. Wurde ich gerade unterbrochen? Sehr schön. So, also gut, dass der überlebt hat, ne? Da kommt mir gerade, ihr könnt sehr gerne in den Kommentaren schreiben, welches Let's Play ihr als nächstes haben wollt. Also, Entschuldigung, eine Fraktion und wie zum Beispiel Rom oder Makedonien historisch zu spielen. Oder. Ja, irgendwas anderes. Ah. Hä? Warte. Wo ist denn die Armee? Die kommt dahin. Ein bisschen übertrieben, findet ihr nicht? Naja, egal. Genau, weil mit Epirus endet eigentlich schon fast. Also neben Epirus, Schwan, Epirus ist ja schon längst zu Ende, aber genau, Epirus ist zu Ende und genau, Rise of the Republic dauert ja auch nicht mehr so lange, also habe ich quasi nur noch Makedonien und Rom. Und genau, Ägypten hätte ich noch, Total War Together haben wir noch, also der Jake und ich, aber sonst, genau. Und falls ihr ein anderes cooles Game kennt, das ihr sehen wollt, dann einfach Bescheid sagen, dann wird das hier gezockt auf den Kanal. So. Genau, der belagert da. Gut, der kommt dann nächste Runde. Und weiter. So. Die Frage ist halt, also momentan habe ich nicht ganz so viel Zeit. Jetzt. Er hat es schon wieder geschafft, ne? Genau, wegen der Meisterprüfung gerade von mir. Deswegen ist gerade Total War Together auch ein bisschen pausiert. Also, ich glaube, morgen, beziehungsweise, also ich lade wieder ein bisschen mehr auf. Das heißt, es läuft wahrscheinlich schon wieder.
Aber es gab, glaube ich, eine Pause. Also, ja, genau. Ich komme mit. Nö. So. Rang erhöht. Störung. Gescheiterter Bestechungsding. Ach. Ein Kind ist geboren, schon wieder. Warte mal, das mit der Störung ist hier oben. Charaktere minus 23 und trotzdem habe ich plus 27. Ja, das ist mal nicht so verkehrt. Ich find's heftig, dass wir 178 Nahrung haben. Das ist halt ultra. Ich baue mal hier die ganzen Städte aus, weil ich gerade Geld habe. Und dann sind nämlich die Kloake. Dann sind nämlich die Befestigungen viel stärker, falls die nochmal dran denken, hier vorbeizuschneien. So, jetzt habe ich schon wieder kein Geld. Aber durch die erhöhte. So, bitte hier hin. Und du wirst mir jetzt sagen. Ja, jetzt ist sie nämlich hier weg. Jetzt können wir das automatisch machen. So, Wolfpack, Level 5. Ach, verdammt. Jetzt kann ich das nicht hochleveln. Super. Was wäre hier? Angriffsbonus. Nahkampfabwehr und Angriff. Moral. Angriffsbonus, Moral. Drei Erfahrungsränge. 18 Arten. Okay. So. Du machst mal, du kannst nichts machen. Ein bisschen bestechen können wir noch. Hier. Warte, ich muss gleich niesen. Uiuiui. So, stehlen. Ah, okay, er ist handlungsunfähig. Das ist das, was ich hören wollte. Unfähig. So, Agent behindert. Das ist doch herrlich. 500 Erste kommt auch hinterher. Der da macht mal seinen Kram hier. Diese da kommt mal hier runter. Der sie da kommt mal auch. Wieso eigentlich? Also hier haben wir jetzt drei Legionen. Das ist eigentlich jetzt easy. Ich lasse mal den in der Hinterhand, falls hier noch jemand. Ah, okay. Falls hier noch jemand hinter meine Linien schippert. Gut. Die bekommt noch was. Bitte Attentat. Bitte Attentat. Noch nicht. Oh, das ist ganz gut. Oh, das ist ganz gut. Der bekommt nichts. Und weiter. So. Ja, jetzt gehen auch die Runden relativ schnell. Sie nicht geschafft, oder? Hoffe ich nicht. Weil der hat doch gerade den Kopf geschüttelt. Genau, und dann nochmal zu den Let's Plays. Also, sobald Three Kingdoms rauskommt, werde ich da auf jeden Fall auch wieder spielen. Und genau, jetzt kommt
bald Shooter. Militärstörung. Störung. Ein Kind ist geboren. Ein Kind. Unzufriedene Truppen. Warte, schaut mal den Stammbaum von mir. Warte, ich könnte eine eigene Kleinstadt machen. Junge, Junge. Warte, der geht mal. Syrakus mag mich. Ah, geh ich mal nach Syrakus. Ich geh mal nach oben. Ach krass, der ist 15. Und der ist 16. Krass. Ach, die kann mir wieder heiraten. Die könnte wieder heiraten. Damit, wir haben ja nicht genug Kinder. Kann der heiraten? Nee, noch nicht. Junge, Junge. Und in den anderen 15%, warum? Minus. Realität sichern. So. In den anderen Folgen bzw. Let's Plays habe ich halt überhaupt keine eigenen Charaktere und keine Kinder und gar nichts. Und hier schwemmt halt alles über. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich habe jetzt gar nichts. Ich habe jetzt gar nichts gemacht. Na, egal. Oh, Idiotie. Und den in Syrakus hätte ich jetzt. Super. Ganz toll. Aber was habe ich denn da gesehen? Strafe für Truppenmoral. Tribut zurückgekehrt. Syrakus. Unerlaubtes Betreten, genau. Warte, warte, warte. Was sehe ich da? Na gut. Dann wird das Ende des Let's Plays nochmal nach unten, hinten verfrachtet. Lustig. Nochmal. Genau. Du aktivierst dich mal. Du. Töten. Oh. Wow. Der hat jetzt 10 Jahre gebraucht, um hierher zu kommen. Und stirbt. Krass. Das ist natürlich heftig. Und die Lowbobs von mir, die sterben natürlich nicht. Das, ach ja. Ach ja. Der hat jetzt schon 2 verloren. Ja, oder sogar 3. Junge. Hui, das hätte ich ja dann besser selbst gespielt. So. Das ist gut. Das brauche ich. Du gehst. Warte. Das baue ich um. Das baue ich weg. Das baue ich weg. Das baue ich. So, du gehst jetzt mal nach hier und du gehst jetzt mal weiter. Genau. So.
Jetzt mache ich mal genau hier, 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 wieder weiter. Warte. Was mache ich denn da? Warte mal, wie sieht's denn aus? Wo ist... Ja genau, da bin komplett ich. Das heißt, Loyalität können wir machen. Hier können wir aufbauen. Hier, das habe ich noch nicht, das können wir aufbauen. Das brauchen wir nicht, das können wir aufbauen. Das da und das da und das da und das da. Und den da mache ich weg. Das da, das da, das da, das da, das da, das da. Das da. Junge, Junge, Junge. Und die Karten kann ich noch nicht, ne? Okay, gut. Dann, mache ich hier mal keine. Und Diplomatie. Herr Syrakus mag mich halt immer noch, ne? Tretet ein, Freund, und sprecht. Es... Auf unseren Märkten würdet ihr nicht viel verkaufen. Das ist halt das Problem. Ich bleib jetzt mal mit der Armee einfach da stehen und warte, was er macht. Okay, warte. Den habe ich da rein, genau. Die hat einen neuen Skill und ich hoffe, yes. Yes, sie kann töten. Genau, dich lasse ich stehen und die anderen sind gegangen. Wunderbar. Taras will jetzt Friedensabkommen, wenn du mein Klientel willst. Hm, dann nicht. Aber das habe ich nicht verstanden, dass Taras so lange nichts gegen mich gemacht hat. Also das Einzige, was gegen ihn schwer war, sind die ganzen... Hey, du hast schon gerade... Du kannst nicht zweimal auf einmal. Waren die ganzen Agenten. Und die Armeen waren eigentlich... Ja, also ich glaube einmal... Genau, einmal habe ich so haushoch verloren. Das war vorletzte Runde oder so. Das war gegen diese befestigte Armee. Dies ist ein... Genau. Ja, automatisch. Genau. Ja. Darf ich dran? Oder was machst du noch? Ja. Ich kann nicht sehen. Ach. Schon wieder aufgelöst. Genau. Wie kann ich euch dienen? Störung. Schaut, der hat zweimal auf einmal. Das geht doch nicht. Der hat einmal Bestechungsversuch gemacht. Das hat nicht geklappt. Und dann nochmal. Das können die nicht. Das geht nicht. Jetzt Attentat bitte. Ja, willkommenes Scheitern am Arsch. Okay, warte, das sind zwei Fullstack-Armeen, aber beide bis zur Hälfte weg. Das heißt, ich könnte... Wenn ich wollte, die angreifen. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Ob das clever wäre. So, ja, komm, echt jetzt.
welche machen wir? Militär und Handel. Du gehst jetzt mal weiter. Nein, du gehst nicht weiter. Die habe ich nicht gesehen. Oh oh. Das ist auch ein General. Oh oh. Das war nicht gut. Ich heule sie mal an. Wupsi. Oder ich hätte auch einfach dazu kommen können, aber. Komm. Damit das nächste Let's Play ein bisschen besser wird. Genau. Greife ich die an. Einmal den Schrecken des Deimos und einmal die Kinder der Tücher. Die wohlbekannten Kinder der Tücher. Das ist ein heftiger General. Das ist ein Konsulartribun. Okay, mal schauen, was das Wolfpack alles machen kann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.